Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen. Geplant war heute eigentlich weiterzumachen mit Schulter und Trizeps. Da ich jetzt aber wieder in diesem 2-Tages-Zyklus trainiere und zwischen diesem Tag und Brust relativ viel Pause habe oder der Körper relativ viel Zeit hat, sich zu regenerieren, dachte ich mir, machen wir heute eine Brustübung. Deswegen fangen wir heute mit Langhantel-Schrägbankdrücken an. Gewicht relativ moderat. Ich bin jetzt bei 80 Kilo angekommen. Einführungssätze alle schon durch. Ich versuche so auf 8 bis 12 Wiederholungen zu kommen. So im ganz klassischen Hypertrophiebereich lege auch sehr viel Wert auf die Ausführung, dass ich die Negative schon langsam mitnehme und kurz halte. Sobald ich dann damit durch bin, geht es dann weiter mit Schulter. So, dann sind wir jetzt mit der ersten Übung auch schon durch. Im ersten Satz war ich genau im Wiederholungsbereich. Ich hatte 9 und im zweiten etwas darunter. Da sollten es 7 gewesen sein. Ich gucke mal, wie ich das jetzt über die Wochen so handhabe, ob ich jetzt dabei bleibe oder es vielleicht wieder abändere. Das nächste, also das richtige Brusttraining, kommt ja erst in 4 Tagen und das sollte mich eigentlich nicht einschränken. Da müsste genug Regeneration dazwischen liegen. Wir machen jetzt jedenfalls weiter mit Seitheben hier auf der Bank. Dadurch natürlich wieder sehr isoliert und davon gibt es jetzt erstmal 3 Sätze. Beim Seitheben bin ich bis auf 10 Kilo hochgegangen und die ging ziemlich gut. Ist meines Wissens auch mehr, als ich sonst hatte. Die letzten Male müsste ich so bei 8,5 Kilo gewesen sein. Ist jetzt zwar nur 1,5 Kilo mehr, aber es macht bei der Übung wirklich einen ziemlichen Unterschied. Muskelgefühl war auch top, Pump war auch da. Einen Satz Schulterdrücken habe ich auch schon gemacht und die Vorermüdung durch das Bankdrücken merke ich extrem. Beim nächsten Mal könnte ich dann das Schultertraining vorziehen. Erst wieder seitliche Schulter, dann das Schulterdrücken. Und danach dann eine Schrägbank drücken. Wäre aber eh eine Idee fürs nächste Mal. Jetzt heute kann ich leider nicht an diese Leistung anknüpfen, die ich letzte Woche hatte, weil ich hätte nämlich heute dann die 42,5 probiert. Das kann ich aber vergessen. Ich mache jetzt noch einen Satz mit 35 und dann sind wir durch mit Schulter. Ich habe jetzt zwar nicht die Wiederholung gezählt, aber so dermaßen viele waren es jetzt nicht. Beim letzten Mal hatte ich mit 37,5 7 Wiederholungen geschafft. Zumindest als ich links und rechts gleichzeitig trainiert habe. Lässt sich aber natürlich aufgrund der Vorermüdung, Vorbelastung jetzt mit dem heutigen Tag nicht vergleichen. Weiter geht es jetzt jedenfalls mit der ersten Trizepsübung. Da haben wir wieder Kurzhantel French Press und beim letzten Mal wurde ich darauf aufmerksam gemacht, weil ab und zu das Handgelenk so ein bisschen eingeknickt ist. Und das sollte man bei der Übung auf jeden Fall vermeiden. Deswegen werde ich da jetzt auch wieder mehr drauf achten. Deswegen das Handgelenk schön auf Spannung halten. Also so ist halt ziemlich perfekt. Alternativ kann man sich auch die Bandagen zu Hilfe ziehen. Aber ich probiere es jetzt erstmal ohne. Ich habe mir zwar die Aufnahme noch nicht angeschaut, aber diesmal sollte es besser gewesen sein. Das Gewicht kam ja auch etwas schwerer vor, ist aber schwer zu sagen, woran es liegt. Vielleicht trägt das Bankdrücken da nochmal ein bisschen was zu bei, vielleicht aber auch nicht, keine Ahnung. So etwa 8 Wiederholungen habe ich im Beinsetzen trotzdem geschafft. Ich glaube, im ersten waren es exakt 8 und im zweiten 7. Bin mir gerade selber nicht mehr ganz sicher. Tut aber auch gar nicht so viel zur Sache. Ich denke mal, wenn ich das nächste Mal Brust trainiere, werde ich es wirklich ans Ende des Trainings packen. Also erst Schulter, dann Trizeps und dann eine Brustübung, sodass ich mich dann beim nächsten Mal in den anderen Übungen nicht so krass einschränke. Also wir machen jetzt weiter mit den letzten beiden Übungen. Da haben wir Trizepsstrecken über Kopf, auch mit den Kurzhanteln. Und hier achte ich dann jetzt auch darauf, mit dem Handgelenken so abzuknicken. Und dann gibt es zum Schluss noch einen Mayo-Satz, Trizepsstrecken am Kabelzugturm. So, ich habe jetzt doch erstmal das Fenster zugemacht, weil hier sind jetzt schon 3 Mücken reingeflogen. Der Raum ist zwar recht klein und hier wird es dementsprechend schnell stickig, aber ich habe nur noch 2 Sätze, der letzte ist ja drüben. Deswegen ist es jetzt absolut kein Problem, besser als gleich die ganze Bude voller Mücken zu haben. Ich dachte zwar, die Zeit wäre vorbei, aber offensichtlich nicht.
Bei der Trizepsübung hier im Kabelzugturm habe ich mich jetzt über die Wochen extrem gesteigert. Angefangen habe ich mit 6 Wiederholungen, also mit dem Gewicht jetzt im ersten Satz vor den ganzen Pausen. Jetzt heute habe ich 11 Wiederholungen geschafft. Nach der ersten Pause dann 4, dann waren es 3 und ab danach weiß ich es nicht mehr. Aber die Anfangswiederholung im Grunde verdoppelt und das innerhalb von 4 Wochen. Und es ist die letzte Trizepsübung, darf man auch nicht vergessen. Also demnach finde ich, ist es schon eine echt gute Steigerung. So, mit dem Training bin ich für heute durch und ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, aber ich überlege, das Schrägbankdrücken entweder ans Ende zu packen oder komplett rauszunehmen. Die Sache ist halt, wenn ich mit Schrägbankdrücken starte, schmälert das die Leistung bei den Schulterübungen und vielleicht auch ein bisschen bei den Trizepsübungen. Wenn ich jetzt aber ans Ende packe, sind Schulter und Trizeps halt so der Neckbreaker und ich weiß nicht, ob es dann so unendlich sinnvoll ist, da zum Schluss noch 2-3 Sätze Schrägbankdrücken zu machen. Deswegen tendiere ich gerade dazu, es komplett rauszunehmen. Ein anderer Gedanke ist natürlich auch noch die Belastung in der Schulter, weil ich habe schweres Bankdrücken, dann noch schweres Schulterdrücken und wenn ich dann jetzt nochmal schweres Schrägbankdrücken habe, besteht halt eine immense Belastung auf der Schulter und das könnte dann irgendwann zu Problemen führen. Könnt aber mal sehr gerne eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Ich mache mir dazu jetzt auch mal die nächsten Tage noch Gedanken. Also dann kommt jetzt noch abschließend der heutige Ernährungsplan. Vor 2 Tagen lief es ja nicht so gut. Dafür aber heute umso besser, aber fangen wir erstmal wieder beim Anfang an. Ich habe auch überlegt, so die erste, ich nenne es mal Pre-Workout-Mahlzeit, also mein ketogenes Frühstück und dann die Haferflocken danach als eine Mahlzeit im Grunde zusammenzufassen, aber ist dann vielleicht ein bisschen blöd für alle, die jetzt neu sind oder noch neu dazukommen werden, wissen natürlich nicht, was gemeint ist, deswegen lasse ich es einfach so stehen. Aber an den ersten beiden Snacks, in Anführungsstrichen, wird sich so in nächster Zeit eigentlich nichts großartig ändern. Nach dem Training hatte ich dann 200 Gramm Reis mit 200 Gramm Geflügel und ein Malzbier. Reis gab es diesmal 50 Gramm mehr und das hat auch immer noch sehr gut reingepasst. Ich war die Tage immer leicht unter 600 Gramm Kohlenhydrate und ich versuche jetzt halt über diese 600 zu kommen. Deswegen da schon mal so eine kleine Anpassung. Danach gab es dann 200 Gramm Nudeln mit Thunfischfrikadellen und ein Malzbier. Das war eine echt große Mahlzeit, war danach aber ziemlich satt, deswegen viel rein ging nicht mehr. Ich hatte dann zum Schluss noch 250 Gramm Magerquark mit 50 Gramm Haferflocken. Das habe ich alles zusammengemischt, was auf jeden Fall ein Fehler war. Die Konsistenz hat mich ziemlich an flüssigen Beton erinnert, also es ging nur mit Wasser runter. War auch nur ein einmaliges Erlebnis, also das meine ich nochmal. Dann kommen wir jetzt zum Schluss auf eine Gesamtmenge von 4450 Kalorien bei 360 Gramm Kohlenhydrate und 220 Gramm Eiweiß. Also die Ernährung heute wieder grundsolide, alles erreicht, was ich erreichen wollte. Zum Training werde ich mir, wie gesagt, nochmal ein paar Gedanken machen und ich habe es ja schon gesagt, schreibt dazu gerne was in die Kommentare. Ansonsten war es das jetzt für heute. Wir sehen uns dann in 2 Tagen wieder, wenn ihr Lust habt. Würde mich zumindest sehr freuen. Also wenn ihr Bock habt, schaut da gerne rein. Dann noch vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin, bleibt gesund und haut da rein.